Ja, wer einen Einstellungstest bestehen möchte oder einfach einen IQ-Test besser bestehen möchte, der sollte sich mit Zahlenfolgen und Zahlenreihen auskennen. Nebenbei, wer in der 11. Klasse ist, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, der sollte sich dann auch mit Zahlenreihen auskennen, mit Zahlenfolgen. Sonst kriegt er nicht so viele Punkte im Abi. Na gut, Spaß beiseite. Das Wichtige an der ganzen Sache ist, man kann damit ganz coole Berechnungen ausführen. Die reine Rechnerei, die ist ganz leicht, weil da geht es um ein paar Grundrechenarten. Das ist gar nicht mal so gefährlich. Aber weshalb das eigentlich ja, doch ganz lustig und nützlich ist, dazu die Erklärungen und die Links. Sind ein paar Videos. Wer es will, guckt sich's an. Wer nicht, bitte. Ich rede jetzt hier immer noch, weil wie üblich hier oben sind Links sofort. Und dann zum Schluss im Abspann sind hier überall Links im Video, wo es dann hingeht, wie es weitergeht. Ich freue mich, wenn ihr es verstanden habt. Verstehen ist cool. Bis später.